Hey, hey, ich bin Maria von More Raw Food und mit dabei habe ich heute wieder die wundervolle Petra Pracht. Ich bin nämlich hier in Bad Homburg und Petra hat auch einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da sind auch ganz wertvolle Videos mit dabei, nämlich auch um das Thema, was es heute auf meinem Kanal gehen soll, und zwar das Thema Milch. Und das Thema liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich unter diesen Videos, was Laurella an einem Tag isst und was ich an einem Tag esse, immer ganz viele Kommentare kriege, das ist ja grob fahrlässig und Milch bräuchte doch das Kind. Und deswegen heute mal, Petra, dich als Ärztin mit dabei zu haben. Und dann auch ein anderer Grund noch ist, ich hatte neulich so die Diskussion mit meiner Schwester, ob Milch denn gesund ist oder nicht, weil ich ihr diesen Artikel aus der Welt geschickt habe. Ein ganz brisanter Cocktail heißt der, glaube ich. Den verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Da geht es nämlich auch um dieses Thema und du hast da auch ganz viel Wissen. Ich verlinke auch die Videos von Petra mal, aber erzähl mal, Petra. Also, ich bin Ärztin für Ernährungsmedizin, das ist richtig, aber ich bin auch Mutter. Und deswegen sage ich das jetzt, weil ich habe zwei große Söhne, die sind 28 und 30. Und die sind ohne Milch groß geworden. Und ich sage euch, die sind echt wundervoll, meine beiden Söhne. Und die sind ja groß gewachsen, trotzdem, dass sie keine Milchprodukte bekommen haben. Die waren am wenigsten krank in der Schule im Vergleich zu all den anderen Mitschülern beispielsweise. Und sie sind extrem fit auch noch im Kopf, weil das sind ja alle solche Argumente von wegen, meine Güte, da fehlt doch dem Kind irgendwas, es wird nicht groß, die Knochen sind nicht stark, das Gehirn ist da nicht ausgebildet. Das ist absoluter Humbug. Also klar ist, die Muttermilch ist für das menschliche Baby die optimale Nahrung. Das sieht man ja auch, was dann in den Windeln überhaupt ankommt, wenn überhaupt ein bisschen was ankommt, das ist auch ganz spannend, weil das menschliche Baby kann die Muttermilch unglaublich gut verdauen und kann fast alles von dieser Milch aufnehmen. Das ist super toll. Bei der Kuhmilch sieht es einfach schon ein bisschen anders aus, weil mit Verlaub, also unsere Kinder sind nun mal keine Kühe, die sollen nicht so schnell wachsen. Und es ist tatsächlich, wenn man das als schon größeres Menschenkind dann zu sich nimmt, wird es dann tatsächlich zu einem hochbrisanten Cocktail, weil die Milch ist eigentlich, hat hauptsächlich eine Aufgabe. Und zwar ist es ein Signalsystem für das entsprechende Säugetier. Wir gehören ja auch in die Spezies Säugetier. Dieses Säugetier-Baby wachsen zu lassen. Und wenn es dann schon eine bestimmte Wachstumsrate erreicht hat, brauchen wir diese Milch nicht. Und deswegen wird ja dann auch in der Natur abgestillt. Und es dauert in der Regel zwischen 1 bis maximal 3, höchstens 4 Jahre, dass ein Baby überhaupt noch die Milch von der Mutter möchte. Vielleicht auch noch aus anderen Gründen, wenn es älter ist, dann, dass sie dann Trost sucht, die Liebe sucht und noch nicht bereit ist, so alles loszulassen. Aber so das erste Jahr oder die ersten 2 Jahre ist diese Milch das Beste, was wir geben können. Aber nicht die Kuhmilch, nicht die Tiermilch, also auch nicht Schaf oder Ziege. Ja, So. genau. Ich bin da voll bei dir, weil du hast ja den Leonard gesehen, ja, der ist kräftig und groß Ja, und voll entwickelt und proper ist er. mit seinen 4 Monaten dreht er sich schon vom Rücken auf den Bauch. Also der ist wirklich weit und es war bei Laurella genauso und die sind auch unheimlich clever. Ganz wichtig, du trinkst ja auch keine Milch, Nee, weil genau. das ist auch noch mal so ein Ding, dass ihr wissen müsst, wenn ihr selbst Milch trinkt, gehen Bestandteile von dieser Tiermilch über die Brust, über die Muttermilch, nämlich zu eurem Säugling. Das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, ja. Und wenn ihr eben keine Tiermilch nehmt, dann produziert ihr genau die Milch so, wie sie eben sein muss. Ja, und aber worauf ich hinauf wollte, ne? Also ich finde das findest du super interessant, aber weil ich nur dich hier habe als Ärztin, ich kriege ja dann immer die Frage nach dem Kalzium in der Milch, ja? Also es ist ja so viel Kalzium in der Milch und wo kriegt denn dein Kind sonst das Kalzium her und
Was antwortest du da als Ärztin? Um einfach auch, also ich will einfach auch den Müttern helfen, die jetzt, oder Eltern helfen, die jetzt eben so denken, okay, mein Kind kriegt nicht alles, um die Angst zu nehmen. Also gerade, es geht ja immer auch um die veganen Eltern, die ihre Kinder vielleicht dann dadurch vernachlässigen. Das ist ein absoluter Humbug, weil eine gute vegane Ernährung, also wirklich eine vollwertige, also das ist, gibt halt vegan und vegan, da gibt es schon einen Unterschied, aber eine gute vegane Ernährung versorgt dein Kind außer mit B12 mit wirklich allem. Und Kalzium ist in Obst, Gemüse, Nüssen, das ist so viel drin. Kalzium fehlt so gut wie nie. Ich weiß nicht, wie sich das halt so durchsetzen können, dass Kalzium das Mineral ist, weswegen man Milch trinken muss, das ist Unsinn. Wir wissen heute, dass Kalzium tatsächlich für vermehrte Knochenbrüche mitverantwortlich ist. Also weil der Knochen einfach spröder dadurch wird. Also wenn du Kalzium aus dem Knochen nimmst im Übrigen, dann wird er nicht spröder, sondern es wird ein Gummiknochen. Wer weiß das? Niemand weiß das. Nee. Und je mehr Kalzium man zu sich nimmt, im Übrigen umso mehr gibt es Knochenbrüche im Alter. Im Alter Harvard University, also ganz klar, da gibt es einfach Studien, Fakten und auch Willett, das ist der Ernährungsforscher unserer Zeit an oberster Stelle, bestätigt genau diese Zusammenhänge. Okay, also man kann auch das Kalzium aus der Milch aufnehmen, weil ich immer gehört habe, dass man das nicht richtig aufnehmen kann. Das ist die Frage, also weil das ist an Protein gebunden, also an Eiweißbestandteile und es gibt Stimmen, die sagen, dass nur ein ganz geringer Anteil davon überhaupt aufgenommen werden kann. Also ich finde es immer ganz spannend, wenn ich hier bei meinen Patienten Laborstatus erhebe. Und dann frage ich natürlich, wie ernähren sie sich dann? Und es ist nicht so, dass wenn Menschen jetzt viel Milchprodukte zu sich genommen haben, die ganze Zeit zuvor, dass die einen Wahnsinns-Kalziumspiegel haben. Überhaupt nicht. Kann sogar im Gegenteil sein. Also für mich gibt's da gar keine Relation. Und ich vermute, dass die Absorption von Kalzium, wenn es an Milchprotein gebunden ist, dass sie sogar schlechter ist als Kalzium aus pflanzlichen Lebensmittel. Aber das ist nur eine Beobachtung von mir und Beobachtungen sind noch keine Beweise. Deswegen, es sind Beobachtungen von mir, aber ich habe viele gemacht davon. Ja, ist ja trotzdem super interessant. Du hast ja auch schon sehr viele Videos auf deinem Kanal dazu gemacht. Ja. Die will ich auch unbedingt verlinken, damit du dich da auch zu diesem Thema noch mehr informieren kannst. Also ich will nur noch eine Sache sagen. Es geht zwar auch um die Kinder, aber es ist tatsächlich so, wenn Kinder mit im frühen Alter diese Signale schon bekommt, also diese Information, dann ist das der Grundstein für Übergewicht, für Diabetes, für Autoimmunerkrankungen, für Krebserkrankungen im späteren Leben. Und dann, es gibt im Moment noch eine ganz interessante Forschung auch von dem Nobelpreisträger Zuhausen. Der geht nämlich davon aus, dass in Tiermilch, wenn die nicht ultra, ultra erhitzt ist, also extrem verändert ist, was natürlich dann wieder überhaupt nicht gut ist, dass da virale Bestandteile drin sind. Und er geht davon aus, dass man tatsächlich auf einer Bombe sitzt. So hat es, ist ja auch öfters schon zitiert worden, dass wenn wir diese Tiermilch zu uns nehmen, diese viralen Anteile in uns tragen und unser Immunsystem mit zunehmendem Alter schwächer wird oder wenn irgendwas anderes passiert, es tatsächlich zu der Entstehung von Krebserkrankungen kommen kann. Und das ist Professor Dr. von Zuhausen. Das ist so seine These und daran wird extrem geforscht. Ich bin gespannt, was letzten Endes, ob sich das bestätigen wird. Aber wenn so ein Forscher mit dieser Information schon rausgeht an die Öffentlichkeit, könnt ihr davon ausgehen, dass da ganz viel mit Sicherheit dahinter steckt. Und es gibt so viel noch dazu zu sagen, aber vielleicht wirklich einfach zu meinem Video verlinken, weil nach und nach Verdau. Wann wäre dann schon ganz gut, weil es ist so viel auf einmal. Ja, genau. Und die Sache ist ja auch, viele sagen, kommen auch immer mit dem Argument, naja, meine Großeltern, die haben ja auch Milch getrunken, die wären auch alt. Meine Großeltern, toi, 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 die sind 89, ja, die sind auch alt geworden, aber die haben nicht jeden Tag Milch getrunken und das vielleicht 3 oder 4 Mal, sondern die haben, wenn es hochkommt, einmal die Woche Milch getrunken. Und mein Opa erzählt mir eben heute noch, dass er von seiner, weil du auch aufs Stillen eingegangen bist, dass er von seiner Mutter
bis hin zum 10., 11. Lebensjahr noch ein Glas Muttermilch jeden Tag bekommen hat, weil die eben nahrhafter ist als oder die eben kein Geld hatten, Kuhmilch zu kaufen. Und ja, bis zum 10., 11. Lebensjahr, das ist halt, fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Petra, ich glaube, wir könnten noch ewig über dieses Thema reden. Definitiv. Aber ich, wie gesagt, du hast schon ganz wundervolle Videos darüber. Mhm. Ich werde auch den Zeitungsartikel in der Welt noch verlinken, dass du dich da weiter belesen kannst. Und jetzt hinterlass uns gerne mal einen Kommentar. Bist du noch, trinkst du noch Milch? Wie siehst du das mit dem Kalzium? Da würde ich mich ganz, ganz doll drüber freuen. Also wirklich Hand aufs Herz, ich verurteile da niemanden und möchte dich dazu inspirieren oder wir möchten dich inspirieren, die ganzen wundervollen Pflanzendrinks mal auszuprobieren. Der Liebling meiner Mama ist Hafermilch, den trinkt sie jetzt und Lupinenjoghurt. Also schau einfach mal da vorbei, da gibt's so viele tolle Möglichkeiten. Ich danke dir, Petra, für sehr all gerne. Dein Wissen, dass ich hier sein durfte. Ja. Und freue mich natürlich, wenn du im nächsten Video wieder auch vorbeischaust. Und wir sagen bis ganz bald. Lass es rocken. Bleib gesund. Ja. Und Maria. Tschüss. Tschüss.